flieht auch schon. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. So, gehen wir mal weiter. Soll ich jetzt wieder rauskommen? Klar. Aua! Perfekt! Jetzt habe ich schon 2 von 3. Ja. Bist du es mit dann? Dann halt nicht. Das ist noch mal eine. Sicher von oben rein. Bitte, Papa, so schon. Ich will nicht auf den Tisch. Von 3. Hi. Da fliegst du einfach vorbei, bleib doof. Frechheit! Oh, krieg ich nichts mehr. Ah. Okay. Da muss ich rein in 7 und gegenüber. Okay, da muss ich mich reinstellen. Das ist 7. Das ist 7. Mehr eigentlich, aber wurscht. So, so, ich habe meine Ruhe. Okay, Stimme verändern und da. Ich will dir zeigen, wie man nach einer Schönheits-OP aussieht. Ja, warte, Junge. So, das ist kaputt. Das so nicht. Deine Schwester? Deine Cousine? Das geht ja mal alles vorbei. Ah, 2 war das, okay. Mach mal 2 mehr. Und ich bin scharf auf einen Kampf. Kampf verloren. Okay, 2 muss man merken. Meine Güte, und so schwach kann man das jetzt am Ohr. So, 1, 3. Ah, kannst du nicht einfach mal am Boden liegen bleiben? Okay, 2. Das war doch nix. Okay. Bin ich in die Hebelung, dann geh ich wieder. Tut. Du, da muss ich lang. Weil da wäre ist wieder zurück. Wir zeigen Firma Pheromone. Eine Schande, dass es so gelaufen ist, Kleiner. Wir beide hätten hier unten den Laden schmeißen können. Jetzt gibt's für dich nichts mehr. Nur noch ein großes, kaltes Nichts. So.
sagt ja. Oder ein Sklave. Geht's da noch mal hin? Oh, see. Ah, okay. Mir war schwer, wo ich bin. Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sister drauflocken kannst. Ich war mir schon klar, aber ich suche gerade den Eingang für die Bibliothek. Ist sie da? Aha! Hände ausgedrückt, du Tagchen. Debatt. Seh dich an. Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, scheint mir. Jetzt fehlt nur noch eins. Der Stimmenverzerrer von Optimized Eugenics. Suche irgendwie einen Tonband oder sowas. Bist du Debatt? Dam, 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 dam. Da rappelt sich dort durch die Gegend. Schon hier oben, den hier oben. Wann? Wurde dir derartig das Gehirn gewaschen? Haha, Mann, du kannst über Ryan sagen, was du willst, aber bei einem hatte der Alte recht. Du schaffst es nicht einmal, einen Schritt zu machen, wenn dir nicht jemand das Kommando gibt. Du hast mich dazu gezwungen! Lauf nicht weg! Ich krampel mich davon, also. Ich laufe ja nicht davon. Wo willst du hin? Zurück zu deinem Leben? Zu deiner Familie? Das sind alles nur Märchen, Kleiner. Sie sind genauso real wie das, was täglich in der Zeitung steht. Armer Teufel, eine Laune der Wissenschaft, ein Kind ohne Mutter, das Ergebnis eines unausgereiften Experiments. Moment, Stimmenverzerrer, war das schon mal? Der Parasit. Ich bin mal gespannt, ob ich da jetzt zu streng war. Ich hab dabei. Müssen wir darüber. Komm schon. Komm schon. Na komm. Nein, nicht. Kackding. Alle drei. Nachladen wenigstens. Das war alles. Ja, da gibt's ja wie. Glaubst du, du kannst deine Verwandlung in diesen Blechkameraden wieder rückgängig machen? Die verrückte Gänsemutter hält ein Casting für die Frankenstein-Parade ab. Und du bist ganz vorn mit dabei. Nächstes kann ich helfen. Jawohl. Jetzt bist du ein Big Daddy.
zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy fertig ist, wird ihn niemand mehr aufhalten. Okay. Aber wenn man... Zu, dass es vorausschauend von Fontaine war, das Plasmidgeschäft aufzuziehen. Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden. Da hat er schon diese wunderbaren kleinen Mädchen und er zeigt sie nicht. Ich habe mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen. Sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich sage es ganz deutlich, wenn sie gut präsentiert werden, sind diese Little Sisters Gold wert.
Okay, ich glaube, kurz bevor. Ne, Minute noch mal. Ich glaube, ein bisschen was kann ich dann noch machen. Bevor wir dann in den nächsten Bad gehen. Trainingsgelände? Cool. Bist du hin? Ja, bist du hin. Feier Braunhaar und Wissblut, okay. Die Kleinen werden dich sofort einführen, aber du musst ihr Beschützer sein. Danke. Ich muss auf sie aufpassen. Ich bin soweit.
mal auf Dreh, ich komme noch. Hab ich noch. Nicht so schnell. Ich bin soweit!
Und Sau. Was? Mit der Dose wäre vielleicht ein normaler Arbeiterzufrieden oder so ein Büro hängen. Aber ich brauche mehr. Mehr. Ich will mich so lange entgleisen, bis nichts mehr da ist. Komm gleich. Oh, wie durch seine Kerne. Das ist ein Safe. Das war's. Letzter Final Kampf. Ich hab der letzte Final Kampf jetzt da. Boah. Es wird was. Meistens so. Guck mir da. Song. Au. Ist das so prima? Aua. Alter, stirb doch! Du rechnest dir doch keine Chancen aus. Ich hab nicht mal angefangen. Au. Ist das so früher? Ich bin extrem überall. Weißt du, was dieser will? Ich habe jeden in der Schläge, die dich beschützen, während ich neue Kräfte sammle. Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht?
Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie.